Tobias Schwolo, ich habe im Live-Ticker geschrieben, das wird heute Sommerhandball und dass es heute so ein bisschen lockerer zur Sache geht. Aber ich glaube, locker geht in dieser Saison bei euch gar nichts, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Was hast du denn? Ach, der hier. Nee, wir sind sehr, sehr schleppend ins Spiel gekommen. Aber es gibt so ein gutes Sprichwort, das besagt, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das haben wir heute irgendwie noch über die Bühne gebracht. Und mich freut es einfach, dass wir unseren Mitspielern, die uns jetzt verlassen, den Sieg halt nochmal geschenkt haben. Wie gut tut es zum Ende der Saison ausgerechnet, mal mit einem Torunterschied zu gewinnen, anstatt zu verlieren? Ja, das kann man laut sagen. Aber darüber habe ich mir auch gerade keine Gedanken gemacht. Aber ja, ist mal wieder was Neues, ne? Aber tut auf jeden Fall gut. Es ist schön, dich jetzt auch so locker zu erleben. Das war in der Hinrunde nur selten der Fall. Da war so ein bisschen der Wurm drin. Ich habe es angesprochen. Relativ häufig mit einem Torunterschied verloren. Ihr wart immer dran. Wie würdest du jetzt so kurz nach dem Ende der Saison diese Saison für euch zusammenfassen? Ja, es war eine Rahmensaison. Also der Start, ja, viele Mannschaften oder viele Leute haben uns dann schon abgeschrieben. Aber wir haben einfach an uns geglaubt und dass wir das schaffen können. Wir waren ja wirklich abgeschlagen letzter. Und dass wir uns da quasi aus diesem Loch wieder raus gearbeitet haben, das spricht für die Moral der Mannschaft. Was passiert jetzt heute Abend noch? Das musst du mal Adam, Speedy und Steffen fragen. Machen wir gleich. Tobi, vielen Dank, herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Danke. Speedy, erstmal herzlichen Glückwunsch zu einem Sieg, zum Klassenerhalt. Du bist heute Abend ein besonders gefragter Mann. Was geht gerade in dir vor? Ja, ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Gänsehaut. Also ich muss sagen, ich bin ja hier geboren in Wilhelmshaven, habe hier 17 Jahre Handball gespielt in der JSG Wilhelmshaven und bei der JSG Wilhelmshaven. Und ja, es war wirklich, ich hätte es nicht gedacht, aber es war wirklich ein sehr, sehr emotionaler Abschied. Muss man tatsächlich sagen, fast wieder 1500 Zuschauer, stehende Ovationen. Man muss ja auch sagen, es ist so ein bisschen Generationenwechsel. Adam Weiner hört auf, du gehst jetzt nach Magdeburg, deine Karriere nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Wie würdest du dieses letzte Spiel mit euch beiden zusammen jetzt zusammenfassen? Also ich sag's mal so, sehr gut, dass wir erstmal gewonnen haben, weil das war für die Zuschauer wirklich nochmal die zweite Halbzeit auf jeden Fall ein Riesenspiel. Wir sind gut zurückgekommen, haben uns zurückgekämpft. Ja, und zu Adam, ich kenne ihn jetzt seit drei Jahren spielen wir in einer Mannschaft zusammen und ich muss sagen, wirklich eine super Persönlichkeit. Ich verstehe mich super mit ihm, auch wenn wir fast, ja, ich bin die Hälfte von ihm quasi, wenn man aufs Alter guckt. Und ja, ich werde ihn vermissen auf jeden Fall. Wilhelmshaven wirst du sicherlich auch vermissen. Wie ist jetzt der nächste Fahrplan in der nächsten Zeit für dich? Also jetzt gilt die Konzentration erstmal Regeneration und dann bin ich ab nächster Woche in Magdeburg, ich werde umziehen und dann kommt die U21 WM in Algerien. Da muss ich mich darauf vorbereiten mit der Nationalmannschaft. Ich habe quasi eine Woche Urlaub und dann kommt schon wieder der nächste Lehrgang und die Weltmeisterschaft. Also da gilt jetzt der Fokus drauf und dann halt SC Magdeburg. Ich glaube, Langeweile kommt da bei dir nicht auf. Abschließende Frage, es war eine extrem harte Saison. Tobi Schwolo hat gesagt, es war eine rabenschwarze Saison für euch. Wie würdest du die Saison zusammenfassen und beschreiben? Also da kann ich Tobi echt, was die Verletzung angeht, wirklich nur zustimmen. 3 Kreuzbandrisse und dann noch Steffen für, ich glaube, 4-5 Wochen, nee, ich glaube sogar noch länger, ausgefallen. Und man kann es wirklich mit einem Fazit sagen, zum Glück sind wir nicht abgestiegen, weil den Kader, den wir zwischenzeitlich hatten und die Spieler, die auf dem Feld waren, muss man wirklich großen Respekt zollen und ja, zum Glück bleiben wir in der zweiten Liga. Das war auch nochmal wichtig für mich persönlich, dass ich hier mich mit einem Nicht-Abstieg verabschiede und ja, so kann man es dann zusammenfassen. Und du hast gesagt, vielleicht irgendwann in Magdeburg, aber ich denke, in Wilhelmshaven wirst du auch das ein oder andere Mal noch anzutreffen sein. Ja, sicherlich. Also meine Familie wird ja noch hier bleiben und ich werde ab und zu nochmal versuchen, sofern es geht, hier in die Halle zu kommen und dann von der Tribüne aus zu unterstützen und nicht vom Spielfeld. Ja. Speedy, herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch und alles Gute schon mal in Magdeburg. Ja, vielen Dank. Herr Evgeny, die Stimmung ist ausgelassen jetzt nach dem Klassenerhalt. Es war eine harte Saison. Was geht denn dir jetzt gerade vor, jetzt wirklich den Klassenerhalt perfekt gemacht zu haben? Ja, ist natürlich ein tolles Gefühl. Ja gut, das war wie schon angekündigt mein offener Schlagabtausch bei beiden Mannschaften, weil beide ja quasi nichts zu verlieren hatten. Wir haben den Klassenerhalt ja schon letzte Woche perfekt gemacht. Entschuldigung. Und
ja, dann konnten wir heute beruhigt ins Spiel gehen, hatten nichts zu verlieren und genauso auch Neuhausen, die sind ja bereits abgestiegen oder standen als Absteiger fest, hatten auch nichts zu verlieren. Ja, und so ging das auch hin. Leider durch Verletzungsbedenken Kai Smits hat uns gute, also heute ein Rückraumrechter gefehlt als Linkshänder und auf der Position war ja auch kein weiterer Spieler bisher eingespielt so richtig. Das mussten wir alles kurzfristig nur beim Training üben und mussten auch uns erstmal einspielen damit, haben uns erst halbzeit schwer getan, haben auch viele technische Fehler gemacht und das wurde auch dann bestraft von den Neuhausener, haben die gut gemacht und Adam hat auch viele undankbare Tore bekommen, viele Gegenstöße und in der Abwehr ein, zwei Sachen haben wir dann auch fahrlässig gemacht, die wir dann in der Halbzeit angesprochen haben, dass wir den Ball länger laufen lassen müssen, dass wir in der Abwehr anders stehen müssen, gegen bestimmte Gegner früher rausgehen müssen oder auch weiter hinten. Natürlich nicht zu vergessen, Freddy Löbke ist dann ins Tor gekommen, der hat natürlich auch super gehalten, hat auch viel zum Sieben beigetragen. Adam stand auch gut, aber er hat viele undankbare Dinge halt bekommen, weil wir ja zu fahrlässig vorne waren oder auch hinten. Und ja, und wie gesagt, wir haben dann in der Halbzeit auch angesprochen, dass wir den Ball länger laufen lassen müssen, welche Spielzüge wir spielen und wir sind echt froh, dass es alles soweit gut umgesetzt worden ist und ja, heute den Saison bei der super tollen Kulisse, bei den tollen Fans abschließen können. Wie groß war bei euch denn in der Halbzeit auch nochmal die Motivation zu sagen, es ist Adams letztes Spiel, Speedy wechselt, Steffen wechselt, Markus geht zurück, dass ihr dann noch einen würdigen Abschluss hinbekommt? Wie groß war die Motivation? Die Motivation war schon vor dem Spiel da, also das war ja nicht nur eine Halbzeit, es war, wir wollten auch für unsere Abgänge spielen, die uns echt toll begleitet haben, die ganze Spielzeit, also deren Spielzeit über, die sie mit uns gespielt haben. Wir wollten einen tollen Abschluss für die Abgänge machen, wir wollten auch für uns und für die Fans, für alle einen guten Abschluss machen und wir haben uns echt so richtig alle reingehauen, das wurde heute Gott sei Dank noch ausgezahlt hinten raus. Tobi hat eben gesagt, das war für euch eine rabenschwarze Saison, da muss man nicht drum herum reden. Wie groß ist jetzt die Erleichterung nach so einer Saison? Ja, die Erleichterung ist richtig groß natürlich. Ja, wir haben viele Rückschläge verkraften müssen diese Saison durch die ganzen Verletzungen und auch langfristigen Verletzungen und kleineren Verletzungen zwischendurch, wie zum Beispiel mit Steffen. Das mussten wir alles irgendwie hinnehmen, und aber wir sind dadurch ja noch näher rangerückt. Wir haben umso mehr jeder für jeden gefightet und und dann haben wir in die Rückrunde vielleicht für einige unerwartet echt richtig gut gespielt und wir sind selber stolz auf uns und wir sind auch stolz auf die Fans, die nie aufgegeben haben, uns auch auswärts, auch bei langen Strecken unterstützt haben und dafür auch natürlich noch Dankeschön an die. Jetzt könnte man natürlich die Frage anschließen, du hast gesagt, ihr seid dichter zusammengerückt, was jetzt die kommende Saison angeht. Ich will aber von dir nur wissen, was passiert heute Abend. Ich glaube, jetzt kann man ein bisschen feiern, oder? Ja, natürlich. Wir werden ja noch intern noch unsere Abgänge verabschieden. Die Abgänge werden natürlich noch beim Fan-Talk dabei sein, für alle dabei sein. Wir gehen ja noch mal nachher raus, ein bisschen feiern und dann gehen wir noch weiter. Mal schauen. Wohin es euch trägt. Evgeny, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.